Ja, hallo meine Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ich habe mal wieder ein Action-Haul für euch, unter anderem. Und zwar war ich beim Action. Ich brauche immer noch die DIY-Blöcke von Weihnachten. Leider nirgendwo zu bekommen. Deshalb mein erster Aufruf an euch. Vielleicht ist ja irgendjemand meiner lieben Abonnenten und kommt daran oder sieht die. Das wäre ganz lieb, wenn ihr mir dann mal einen Gefallen tun könntet und vielleicht die für mich mitnehmen würdet. Ich glaube, es soll 6 Stück geben, würde da auch alle nehmen. Natürlich komme ich für die Versandkosten auf, weil bei mir ist es absolut überhaupt nicht zu bekommen. Und ich habe auch ehrlich gesagt langsam keine Lust mehr, immer rumzufahren. Für die Lux-Paper-Blöcke fährt man rum, die habe ich mir schon besorgen lassen und ich bin jetzt einfach echt leid, da verfährt man wirklich viel Sprit. Ich bin ja bereit immer zu fahren, deshalb habe ich euch das ja auch angeboten, aber irgendwann ist auch Schluss, wenn die dann so gar nichts mehr bekommen und die wissen dann auch nichts, wenn man dann nachfragt, ja, keine Ahnung, kriegen wir vielleicht nicht. Ja gut, okay. Also das nur mal so am Rande. Also wie gesagt, wenn es irgendjemanden gibt, der die hat und nicht mehr braucht oder mir die besorgen kann, der sie gesehen hat, bitte, bitte einmal kurz melden. Ich schreibe in der Infobox nochmal meine E-Mail-Adresse. Das wäre super, super lieb von euch. Ja, und dann fangen wir an. Also wie gesagt, ich habe ein Action-Haul. Heute Abend drehe ich mein Bastelvideo ab. Leider auch wieder verspätet, aber das wisst ihr langsam. Dafür liebe ich euch auch. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mir das nicht so übel nimmt, aber es hat auch nicht so geklappt, wie ich es wollte. Deshalb dauert es dann manchmal auch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, heute Abend drehe ich es ab und morgen ist es dann auf dem Kanal. Ja, und jetzt mal eben zum Action. Also ich habe jetzt auch wieder was besorgt. Die kennt ihr ja, deshalb blätter ich die nicht durch. Dann einmal diesen Herrenblock und dann nochmal dieser. Der ist ja auch immer so schwierig zu bekommen. Ich nehme den auch immer mit, weil ich immer noch eine liebe Abonnentin habt, die immer noch diese Blöcke braucht in Hülle und Fülle. Deshalb nehme ich immer mit. Heute war nur einer da, der war auch gewünscht, deshalb habe ich den mitgenommen. So, das war Wunsch. Dann habe ich mir mal wieder Sticker mitgenommen und die fand ich sehr schön. Da waren allerdings nur diese. Die sind ein bisschen verrutscht, aber macht ja nichts. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, diese 3D-Sticker. Die fand ich super, super schön mit Blümchen oder so, wenn man mal eine Karte bastelt. Das fand ich sehr, sehr schön. Und das hat mir gut gefallen, weil ich habe gedacht, vielleicht kann ich da auch ein paar Elemente für mein Album benutzen. Die drei waren da, die drei habe ich mitgenommen. So, dann habe ich mir mal wieder einen Kalender mitgenommen. Den hatte ich ja im letzten Jahr schon mitgenommen. Den finde ich super schön. Man kann sehr viel einschreiben. Hier noch so ein paar Sticker dabei. Hier kann man gerne seine Lieben ein mit Foto reinmachen. Ja, den habe ich mir mitgenommen, durfte mit. 1,95, denke ich, kann man nicht meckern. Da war noch einer, der gefiel mir gut, der war ein bisschen kleiner, ohne dieses. Nee, habe ich gedacht, einer reicht mir erstmal. So, dann habe ich mir die Aquarellmarker mitgenommen, mit Boxen. 2 Stück gibt es da, glaube ich nur, keine Ahnung. Ich habe jetzt nur die 2 gesehen, die waren ganz, ganz voll, aber nur die beiden gab es. Bei den anderen gab es ja damals immer noch so blau, aber ich glaube, das ist jetzt alles hier so zusammen drin. Ne? Kann das sein? Wenn nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare. Belehrt mich eines Besseren, wenn es da doch mehrere Boxen von gibt. Die durften heute mit. Dann habe ich Washis bekommen. 2 Boxen allerdings waren auch die letzten. Ich weiß nicht, ich glaube, da gab es 3. Bin mir nicht so sicher. Durften auch mit. Die hatten sie, die habe ich natürlich mitgenommen. 3,99. Ich bin jetzt nicht so ein Washi-Fan, wisst ihr ja. Aber ich dachte mal, immer so Ton in Ton finde ich schon sehr schön, wenn man mal auf einer Karte. Ich wollte mich auch mal an so einer Washi-Tape-Karte als Hintergrund versuchen. Und habe gedacht, ja. Marion, die darfst du auch mitnehmen. So, dann habe ich mir mal die neuen Randstanzen gekauft. Waren nicht alle da. Ich meine, es gab wieder 8. Habe mir jetzt nur die mitgenommen. Ich glaube, die so gab es auch beim letzten Mal. Viele haben sich auch geähnelt, meine ich auf jeden Fall. Ja, und die. Ja, sowas gab es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob die dabei war und die, aber diese auf jeden Fall. Ja, durfte mit. Ich finde immer 1,29 für 3 Stück. Ja, kann man ja echt nicht meckern. Dann habe ich diese neuen
Cardstocks bekommen. Auch nur diese vier, Tatsache. Ich weiß auch nicht, wie viel es davon gibt. Die soll man ja schön ausstempeln können. Hier ist zum Beispiel dieser kleine Stempel von Action da drauf. Und dann kann man das abziehen. Ja, hab mal alle Farben mitgenommen. Da sind die drin. Grüntöne. Und Pastell. Natürlich am schönsten. Wie gesagt, waren auch nur die vier Stück da. War aber trotzdem froh. Dann habe ich mir diese wieder mitgenommen als Hintergrund mal. Weil ich habe auch die in den Blöcken, die der Action mal hatte. Das ist aber Tatsache Papier. Das ist ja hier dieses, was man auch ein bisschen abwaschen kann, was man öfters benutzen kann. Und dieses Papier, das kann man natürlich nur einmal verwenden. Aber gut, da habe ich mir dieses mitgenommen. Da sind die Motive drin. Ich glaube, da gibt es auch 6 Stück. Ich habe jetzt hier 4. Das eine gefiel mir nicht und das andere hatten sie nicht. Große, kann man vielleicht für große Karten super benutzen oder eben so stückweise hier bei den Blättern. Finde ich das schon sehr schön, wenn man das. Ja, und so Tiermotive, also Tierhintergründe. Auch wie ich finde, sehr schön. Ja, die durften auch mit. Und dann, wie ich ja gesagt habe, habe ich mir die Lux-Paper-Blöcke, hat mir eine gute Freundin mitgebracht. Die war jetzt in Urlaub. Da gab es aber Tatsache auch keine DIY. Nur die gab es. Und die davor, die ich ja auch schon gezeigt habe. Ich gehe mal ganz. So, ich mache mal so. Gehe ich mal mit euch durch. Ja, wie gesagt, ich finde das sehr ärgerlich, wenn man da fährt und. Viele haben mich angeschrieben, haben gesagt, oh, kannst du mir die besorgen? Ja, und heute Morgen auch. Und ich war frohen Mutes und habe gesagt, ja, klar, ich fahre jetzt mal hin. Da sind ja 2 ungefähr in einer Nähe. Aber bei dem einen nicht, bei dem anderen nicht. Genauso wie mit den Stanzen, Häuserstanze, Fuchsstanze. Ich habe letztens durch Zufall die letzte Fuchsstanze für jemanden bekommen. Aber die anderen, das ist... ist überhaupt nicht da. Die habe ich ganz am Anfang mal bekommen in einer Filiale und seitdem gibt es die nicht mehr. Ihr Lieben, jetzt wird es ein bisschen laut. Jetzt kommt die Müllabfuhr draußen. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem noch, aber ich zeige ja auch eher was. Ja, wie gesagt, ich finde das vom Sortiment und so einfach ein bisschen ärgerlich, dass man da echt oft umsonst hinfährt und da einfach gar nichts mehr. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das hier so sein soll. Ihr könnt mich ja auch mir mal Bescheid sagen, ob das bei euch vielleicht auch so ist. Soll das so sein, dass die Häuser so ein bisschen blasser sind? Oder ja, gut, für den Preis, sage ich mir. Kann da schon mal der ein oder andere Fehler vorkommen. Aber ich finde die Stanzteile auch diesmal sehr, sehr, sehr schön. Ich mag ja Lux-Paper-Blöcke, aber nicht immer ist das, was drin ist, auch das, was mir gefällt oder was ich brauchen kann. Die finde ich jetzt sehr schön. Ich habe mir bei den schönen Blöcken eigentlich immer vorgenommen, ich nehme die zweimal. Einmal für Sammeln, damit die so schön bleiben. Und einmal, dass ich das auch dann wirklich verbasteln kann. Ja, aber wenn man noch nicht mal ein Set bekommt, sieht es mit 2 Sets immer ganz eng aus. Also wirklich mega schöne Stanzteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefallen mir dieses Jahr wirklich richtig gut. Das brauche ich ja eher weniger. Ich mag lieber deutsche Texte und die stempel ich mir dann einfach. Und wenn ich Gold oder so, dann embosse ich mir die. War da jetzt oben? Ja, so Glitzerpapier. Und der ist sogar schon kaputt. Aber gut, solange nichts fehlt, ist das kein Problem. Ja, das ist jetzt wieder eher bunt. Ne? Das kann man dann gut für Kinder nehmen oder so. Oder wer es natürlich gern bunt mag. So,
Das waren die Lux Paper. Ich freue mich sehr, dass meine Freundin die bekommen hat. Ja, so, damit Bastelzeug ist vorbei. Dann habe ich hier einmal diese süßen Badekugeln mitgenommen. Hatten sie nur die zwei Sorten. Ich weiß auch nicht, ob es mehr gibt. Fand ich jetzt auch schön so als Nikolaus oder so. Bin ich am Überlegen, ob man da noch eine Umverpackung macht. Vielleicht nur so eine Dreier, dass man vorne das sieht, weil das finde ich eigentlich ganz nett. Ich schau mal. So, dann habe ich auch auf Bestellung habe ich einmal das Blue Wonder mitgenommen. Das habe ich auch diesmal mal für mich mitgenommen, gerade jetzt so in Corona-Zeiten. Vielleicht auch mal gut, dass man das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr desinfiziert. Also das war auf jeden Fall ein Kundenauftrag. Also einmal für mich, einmal für und einmal dies war auch das letzte. Da sollte ich zwei von mitbringen. Ja, aber eins habe ich wenigstens bekommen. So, dann habe ich endlich auch meine Gelsocken bekommen. Die war ich ja auch schon so lange, habe ich die auf dem Plan gehabt. Gab es auch immer nicht. Das war auch das letzte Paar. Durfte dann mit. Zu Weihnachten habe ich schon mal was mitgenommen. Also Nikolaus oder zwischendurch. Vielleicht auch jetzt mal für meine Arbeitskolleginnen was basteln und dann ein so ein Riegelchen reinschieben. Ja, Adventskalender, so kleine Kinder habe ich nicht mehr. Also ich meine, Adventskalender müssten schon ein bisschen größer sein. Und nur Schokolade, gut, kann man machen, muss man nicht. So, also die durften auch mit. Ja, und dann habe ich mir eigentlich nur, die fand ich sehr schön, hier einmal solche Mützen mitgenommen. Die fand ich sehr schön mit den Glitzersteinen, haben mir sehr gut gefallen. Und noch einen passenden Schal, also passend nicht dazu, sondern zu meinem, ich habe noch so einen Mantel, ist auch schon so ein bisschen, aber war auch der letzte. Ja, das da habe ich heute auch mal woanders zugegriffen. So, das war mein Action Haul für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Daumen hoch, würde mich freuen. Ja, nette Kommentare brauche ich nicht sagen, freue ich mich immer mega drüber. Das macht ihr auch, ich freue mich. Ich grüße alle meine lieben und treuen Abonnenten. Ich freue mich über jeden, der dazukommt. Sind ja auch die letzte Zeit wieder viele dazugekommen. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ja, die 2,5 rückt immer näher. Und dann habe ich ja gesagt, da werde ich mir auf jeden Fall was für überlegen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, morgen kommt dann wirklich mein Bastelvideo. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, ihr Lieben.